Vor 3 Jahren wurde ein damals 17-jähriges Mädchen durch eine ZDF-Serie über Nacht berühmt. Seitdem ist sie der Schwarm vieler Teenager, aber auch Erwachsene sind von ihr völlig begeistert. Sie bekam viele Auszeichnungen, unter anderem den Bambi, den Telestar und die Goldene Kamera. Nun hat sie ihre erste große Hollywood-Produktion abgeschlossen. Hier einige Szenen aus dem Film Ballerina. Tja, und Sie haben sie sicher längst erkannt, liebe Zuschauer. Hier ist Silvia Seidel. Herzlich willkommen. Toll, dass Sie in dem ganzen Stress noch für uns Zeit gefunden haben. Silvia, Ihr neuer Film, Ballerina, wie der Titel unschwer vermuten lässt, spielen Sie wieder eine Balletttänzerin. Er läuft am Donnerstag in der Bundesrepublik in den Kinos an. Worum geht's denn da? Also ganz kurz, es geht um ein Mädchen, diese Faith, das bin ich, die mit den Eltern von Deutschland zurück nach L.A. zieht, weil der Vater eben Amerikaner ist. Und als sie drüben sind, verliert sie die Eltern ziemlich am Anfang des Films. Und was mir dann alles zustößt, sie stürzen ab mit dem Flugzeug. Und was mir alles zustößt, wie ich mich alleine durchschlage und so, davon handelt ganz grob ausgedrückt der Film. Verraten Sie, ob es ein Happy End gibt? Oder? Nein, das verrate ich nicht. Ach, sind Sie gemein. Silvia, Sie tanzen seit Ihrem 4. Lebensjahr und sind jetzt seit Ihrem 17. Lebensjahr Schauspielerin. Was überwiegt denn, die Tänzerin oder die Schauspielerin? Also, dass ich eine Schauspielerin bin, das bezweifle ich, das will ich werden. Also, es war der Anfang dazu jetzt. Und ich habe das alles kennengelernt und ich habe halt für mich selber gefühlt, dass es mein Ding ist. Es erfüllt mich total, noch mehr als die Tanzerei, macht mir noch mehr Spaß. Und da bin ich halt völlig frei und ich möchte in erster Linie spielen. Ich will das Tanzen zwar nicht aufgeben, weil es auch eine Form ist, sich auszudrücken und beides ergänzt sich auch ziemlich gut, aber in erster Linie möchte ich gerne spielen. Wäre denn die Schauspielerin Silvia Seidel überhaupt denkbar gewesen ohne die Tänzerin? Die Frage hört sich zunächst mal vielleicht sogar ein bisschen doof an, aber wenn wir mal drüber nachdenken, selbstkritisch. Also für die Rolle nicht. Weil ich bin durch diese Rolle, also durch Anna, dazugekommen. Anna, ja. Und dafür musste halt ein Mädchen gefunden werden, die auch tanzen kann. Und darum bin ich halt reingekommen. Und dadurch, also ohne Tanz wäre es nicht gegangen. Mhm. Jetzt spielen Sie ja demnächst, gehen Sie auf Theatertournee. Mhm. Also nachdem der Film hier erfolgreich, hoffen wir doch, angelaufen sein wird. Und zwar spielen Sie eine Taubstumme in Johnny Belinda. Ja. Was fasziniert Sie denn an der Rolle einer Taubstummen? Also ich habe nach Anna wunderlicherweise 5 verschiedene Theaterstücke bekommen. Ich dachte, ob ich überhaupt irgendwas kriege und wenn, dann sicher alles so in der Art und kleinere Sachen und so. Und dann kamen 5 Stücke und ich dachte, Mensch, toll, die trauen mir das zu, ein Theater. Und von den 5 Stücken war eben die Rolle am interessantesten, weil es was ganz anderes. Es ist ohne Tanzen und taubstumm. Ganz ohne Tanzen? Ist es ohne Tanz, ja. Und taubstumm zu sein, das ist ja wieder völlig was ganz, ganz Neues. Und sich da reinzusteigern oder sich rein zu versetzen, ist schon eine Herausforderung. Und das ist ja gerade der Punkt, der mich so reizt an dem Beruf, also eines Schauspielers, dass man eben jemand anders sein kann, sich in irgendjemand reinversetzen. Und taubstumm ist, wie gesagt, schon eine kleine Herausforderung. Mhm. Sie geben mir gerade das Stichwort, Sie sagen, jemand anders sein. Jetzt war ja Anna für Sie der Durchbruch in jeder Beziehung. Wie lange sind Sie denn Anna geblieben in der Öffentlichkeit? Ich bin's noch. Oh Gott. Ich bin's noch. Ich hoffe, dass es sich irgendwann ändert. Es ist schwer, es ist ganz klar, es ist auch völlig natürlich und da habe ich auch irgendwie gar nichts dagegen. Das war halt der Einstieg und das ist die Sache gewesen, durch die ich erkannt werde, bekannt geworden bin, überhaupt in den Beruf reingekommen bin. Und es ist klar, dass man mich damit verbindet.
Und ich habe mich für den Beruf entschieden und es liegt ja jetzt an mir, zu zeigen, dass ich auch was anderes kann oder ob ich es kann und es halt versuchen. Und es ist ein bisschen schwer, die Presse macht es einem nicht gerade leicht, aber es gibt ja so Gelegenheiten, wo man auch man selbst sein kann, so wie jetzt Fernsehen und so. Glauben Sie, dass die Presse morgen zum Beispiel schreiben wird, aha, sie hat eine Identitätskrise, sie hat die blonden Haare der Anna abgelegt und jetzt hat sie rote Haare? Das schreiben Sie nicht morgen, das haben Sie gestern schon geschrieben. Oh, sehen Sie, ich bin schon Nee, also es wird jetzt dann behauptet, sie muss jetzt irgendwas machen und jetzt will sie es mit Gewalt und so. Ich habe überhaupt keinen Grund, irgendwas mit Gewalt zu wollen. Ich bereue nichts. Ich habe eine wunderbare Einstiegsmöglichkeit gehabt, eine wunderschöne Rolle, Anna. Das ist nun vorbei, das war eins, jetzt kommt das andere. Und wenn man älter wird, das werden junge Leute hier bestimmt alle wissen, noch die Älteren, dass man irgendwann mal das Gefühl hat, ich möchte was ändern. Man schaut in den Spiegel, denkt sich, immer blond, immer langweilig, es macht mal was anderes. Und das hätte ich so oder so gemacht, ob ich jetzt im Fernsehen bin oder spiele oder nicht spiele, ja. Wie heißt die Farbe? Dunkle Kirsche. Ich dachte, das kann man nur essen. Das kann man sich auch im Kopf schmieren. Und wäscht sich das jetzt wieder raus oder bleibt es so? Das ist eine Tönung, ja, die wäscht sich raus. Aber ich habe sie schon mindestens 5 oder 6 Mal reingemacht und jetzt dauert es sicher lange, bis es wieder rausgeht. Das wäre auch was für mich. Silvia, in dem kurzen Ausschnitt, den wir eben gesehen haben, tanzt Faith in dem Wohnzimmer sich buchstäblich die Verzweiflung und die Angst aus der Seele und auch aus dem Leib. Haben Sie ganz privat mit dem Medium-Tanz auch diese Erfahrung gemacht, dass Tanz befreien kann, helfen kann? Sehr sogar. Das ist auch einer der Gründe, aus dem ich niemals den Tanz aufgeben würde, auch wenn ich ihn absolut gar nicht mehr brauche, weil es einfach ein unheimliches Körpergefühl ist und eine Möglichkeit, einfach alles rauszupowern. Auch wenn man abends in die Diskothek geht oder sich irgendwie vergnügt, dann einfach mal total raustanzen. Das ist so ungefähr, wenn man in den Wald geht und man schreit, weil man die Möglichkeit hat, sich irgendwie zu bewegen. Das ist halt körperlich und da geht das alles raus und man schwitzt und dann verliert man die ganzen bösen Zellen. Und also es ist schon eine Möglichkeit. Ich habe erfahren von Ihnen auch selbst, dass Sie sich in jüngster Zeit sehr über die Presse geärgert haben. Da wurde Ihnen ein nicht vorhandener Freund angedichtet. Es wurden auch ansonsten Dinge geschrieben, die einfach nicht stimmen. Mal ganz persönlich, halten Sie die Frage nach dem Freund, die einer jungen Frau, wenn sie im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, immer wieder gestellt wird, halten Sie diese Frage für zulässig? Ich halte sie für überflüssig, Also ich meine, ich sehe das so, vielleicht liege ich ja völlig falsch, aber ich finde es einfach irgendwie langweilig und flach. Und es scheint mir, ich bin jetzt 3 Jahre in diesem Geschäft und lerne das alles kennen, und es scheint mir, als wenn in unserer Gesellschaft irgendwie Sex, Entschuldigung, aber... Nee, um Gottes Willen, es scheint das Wichtigste zu sein. Und was unter der Bettdecke passiert und zu Hause und wie mein Badezimmer aussieht oder irgendwas, ich dachte immer, dass halt die Zeitung dafür da ist, zu informieren über meinen Job. Klar, ein bisschen privat interessiere ich mich auch für Leute, die ich mag, das ist ganz logisch. Aber all die Sachen, die sind doch irgendwie so langweilig. Und ich meine, es wird mir immer gesagt, es muss gefragt werden, die Leute wollen es lesen. Ich lese meine Fanpost und sie wollen es nicht lesen. Und wenn ich sage, das ist mein Privatleben... Neulich habe ich Premiere gehabt in der DDR von meinem Anna-Film und dann habe ich auf der Bühne auch gesagt, darüber rede ich nicht. Dann haben die alle geklatscht und die Presse meint zu mir, die wollen das hören. Und das ist halt irgendwie, sind das auch für mich Menschenrechte. Ich sehe das halt völlig anders, ja. Und ich versuche dagegen irgendwie, so wie jetzt, anzukämpfen. Also hoffen wir, dass auch die Presse sie Silvia Seidel sein lässt und sie vielleicht auch ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Viel Erfolg für die Zukunft und ganz lieben Dank. Tschüss. Danke auch.